Aber wir haben ja ein Land verloren. Leider. Und ich weiß nicht, wie ich das deffen soll. Das ist so. Vergiss es. Wie gesagt, ich ziehe mich jetzt hier zurück. Ich glaube, ich ziehe mich auch hier zurück. Greife jetzt aber dort an und dort an. Also Rudaur und Amonsul. Ja. Das müsste ganz gut funktionieren. Und dann verlege ich noch ein paar Truppen. Also deswegen. Nee, darunter. Ah. Genau, und vielleicht noch die beiden Orks. Und die anderen Spinnenreiter kommen dahin, das kommt darunter, das passt so. Passt, 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 weil dann kann ich hier. Das will ich eigentlich nicht verlieren. Ich glaube, ich ziehe mich auch hier zurück. Obwohl, ist schwierig. Nee, ich lasse es. Vielleicht teilt er sich auf. Mit ein bisschen Glück. So, wir rennen. Da unten hat er noch eine Festung und so Zeugs. Wie gesagt, wir rennen Richtung Schicksalsberg. Und hier kann ich angegriffen werden. Das bedeutet, dass ich ein paar Spinnenreiter nach drüben schicken muss. Weil jetzt hier der Gothmog ist. Mit einem sehr interessanten Überschneidungsfehler hier zwischen zwei Armeebannern. Okay. Ja. Nee, war klar. Der rennt hier komplett mit allem rein. Der hat so eine richtige Dampfwalze entwickelt, wo er halt komplett durchrennt. Aber Saurons Mund hat sich abgespalten. Das ist schon mal ganz nützlich. Das heißt, das kann ich verteidigen. Theoretisch. Und. Oh ja. Auf der Map müsste es gehen. Kommt ein bisschen drauf an. Ich habe halt leider bloß zwei blöde Baumeister. Mit drei Baumeistern könnte ich halt zwei Tunnel bauen und hinten schon die Orkgrube oder den Orktunnel hochziehen. So bin ich halt leider gezwungen, gleich einen Tunnel zu bauen. Eine Orkgrube und ist halt ein bisschen bescheidener. Okay. Aber jetzt schauen wir mal, das müsste schon irgendwie gehen. Die dort lang. Die dort lang. Die können wir alle vernichten, die Orks. Halt. Na kommt schon, Orks. Habt's das? Ja, nee, 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 warte mal. Nimm's mal das zuerst ein. Piu, 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 piu. So. Warge vernichten. So, jetzt kann ich hier bauen. Sehr schön. Das passt. Das passt. Das passt. Dass der das nie checkt. So, wo sind die Reiter? Hier wieder bauen. Hier wieder bauen. Und. Oh Gott. Stopp, stopp. Okay. Wo sind denn die Spinnenreiter hingegangen? Oh mein Gott, da seid ihr falsch. Sorry, aber da kommt er. Nee. Falsch. Komplett falsch. Ja, das ist schön, dann nimmst du ihn doch ein. Ich habe so viel Geld. Übrig. Vergiftung. Vergiftung.
So, wo hört der Baumeister? Wo kommt er raus? Da hinten. Oh Gott. Ich glaube, ich baue jetzt hier aber wirklich mal eine Festung. Und dann sehen wir weiter. Okay. Die Spinnen gehen in die Mitte. Ne. Baumeister töten. Der ist oberstes Ziel. Das nehmen wir auch ein. Halt! Schön das Ding einnehmen. Okay, der Baumeister wurde vernichtet. Festung ist auf dem Weg. Passt. Nur da oben der Vorposten, der fehlt noch. Aber den hole ich mir auch gleich. Das will ich eigentlich gar nicht haben. Vergiftung. Kolossale Ultravergiftung des Todes. Des giftigen Todes. Okay. Sehr schön. Und überlebt er die kolossale Super-Mega-Vergiftung des Gifttodes? Ach du Heilige. Das sieht böse aus. Ja, Feuer. Sehr schön, das gab gut Geld. Das macht auch nichts. Festung steht bald. Was ist. Wo ist denn der. Ah, da. Baumeister. So. Weißt du was? Bauen wir eine zweite Festung. Mehr kann ich jetzt eh nicht ausbilden. Was will ich machen, ne? Oh, warte, da ist noch ein Baumeister. Den Baumeister jage ich jetzt noch. Na, wo ist er? Da. Sehr schön. So, Festung bereit. Dann Tunnel direkt vor die Festung bauen. Einfach so halt. Kokon. Ich will nämlich mal endlich den Drachen sehen. Wo sind denn die Spinnentiere? Ich möchte wirklich noch den Vorposten hier haben. Ah, die sterben gerade, okay. Gut, Gebäude kann man nicht vergiften, das täte mich wundern. Ja, die Waage. Lieber den Vorposten einnehmen. Und dann bauen wir hier hinten weiter, wo haben wir aufgehört? Hier. So, der baut noch die Festung. Passt schon. Geht schon. Jetzt kommen eh gleich die Spinnen. Und dann gibt er eh gleich wieder auf. Kenne ich ja schon. Hier. Oh mein Gott, Dunländer, Hilfe. Verdorbenes Land. Fledermäuse. Nein. Fledermäuse, schnell. Fliegt auf und davon. Juhu! Warge! Seid auf der Hut! Was macht denn der da? Erlaubt habe ich dem das nicht. Daran täte ich mich erinnern. Naja. Muss er wissen, wenn er sterben will. Hat er Pech gehabt. So, zweite Festung ist bereit. Dann können wir hier auch gleich wieder einen Kokor bauen. Aber der hat eh gleich verloren. Leider. Naja. Wie dem auch sei. Oh, aber ich kann vielleicht wirklich. Das müsste doch einfach bloß ein großer Feuerdrache sein, das war's, oder? Wie die? Die ist halt, in diesen.
bösen, in diesen... Wie diese Ork-Hordes, wie heißt es denn? In diesen Minion-Camps, sag ich mal, sind. So einer müsste es sein. Hier, seht ihr ja schon. Hässlich wie Sau, aber... Macht nix. Hat halt ein bisschen Power. Nein! Jetzt wart doch mal! Ich will noch anklicken. Boah, braucht er lang, bis er rauskommt. Wo ist der denn? Sehr interessant. Vielleicht war der Tunnel im Weg. Keine Ahnung. Gut. Wie auch immer. Wird den Drachen nie sehen. Sei es drum. Das haben wir gewonnen. Das speichere ich jetzt schnell. Ein paar Schlachten haben wir noch. Doofe Schlachten nämlich. Ithilien. Ja, nee, kein Bock. Das können wir machen. Das probiert er halt wirklich schon wieder. Und das Geile ist, ich habe dort jetzt, glaube ich, 3 Tunnel. Und das heißt, ich kann sofort anfangen, ein Spinnendings zu bauen. Ich dachte, wir sind fertig. Oh, yes. Und weil es so cool ist, baue ich gleich 2. Screw that. Renn da lang. Screw that. Renn dort hoch. Ah, das ist Rohan. Von wo ist er gekommen? Von oben? Ich habe keine Ahnung. Aber die sind ausgerüstet. Das ist schon extrem geil. Plünderung, Aktivierung. Okay. Los, spinnen, los. Dann schauen wir mal. Den können sie auch gleich einnehmen. So, schön macht sie das. Oh, wow, 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 wow. Wenn der Gothmog ist, dann wird es doch schwieriger als erwartet. Dann baue ich hier jetzt 2 Türmchen. Oh, nee, 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 nee. Ja. Sehe ich. Gefällt mir auch nicht. Du auf Seite, du renn. Ist halt doch nicht so easy, ne? Ich könnte es tatsächlich verlieren, wenn ich Pech habe. Jetzt schauen wir mal. Na, vielleicht habe ich Glück und es geht. So. Wo ist denn der Gothmog? Rennt immer noch den Spinnen hinterher. Haben wir das? Der sollte schon lang da reingehen. Genau. Wo sind denn jetzt alle Spinnen? Oder sind alle tot? Oh, verdammt. Renn. Baumeister, renn. Renn. Lauf. Okay. Brav. Ja, wenigstens bin ich nicht ganz gestorben, aber... Na, jetzt aber. Ah, ich hab noch ein paar. Cool. Das freut mich. Und dann bauen wir halt nix. Dann lassen wir es sein. So, ich baue nie wieder was. Das wollte ich schon ewig einnehmen. Nur die Beine. So, die nehmen wir jetzt auch ein. Mit der Fledermaus gehen wir ein bisschen scouten. Aha! Bogenschlützen. Okay, Bogis.
Ja, da können wir doch einfach so durchrennen, oder? Ja, also. Ja, das ist der Feind. Wo? Das ist nicht gut. Vielleicht hätte ich erst den Troll angreifen sollen. Naja. Wie auch immer. Sei es drum. Wir sind halt leider noch Stufe 1. Ja, das schafft er nicht. Würde mich jetzt wundern. Da können wir drüber rennen. So, greift dort an, ja, haut das Zeug weg. Also sah am Anfang ein bisschen kritisch aus, aber jetzt geht's eigentlich. Oh, 400. Vielleicht darf ich hier sogar 480 Leute hoch. Das wäre echt nützlich. Und wir können jetzt 2 Vorposten und 2 Leuchtfeuer. Das ist auch ziemlich gut. So. Na ja, doch, sieht ganz gut aus. Ich frag mich nur, wo er gebaut hat. So. Erweitert. So gut wie. W, L und N. Gewonnen. Natürlich. Das heißt, er hat die Baumeister zu irgendeinem Ramsch-Zeugs verloren. Wie auch immer. Gut, okay. Verteidigt, passt. Schön. Ich bin ja froh für jeden Sieg, den ich erringen kann. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also, ja, gut. Machen wir noch Ithilien. Und dann war's das auch schon wieder. Sorry to say, but... Nee, wirklich. Braucht eine Pause, ich habe halt so komisch geschlafen. Also, nochmal Vollgas. Mit dem Drachen sollte das ja kein Problem sein. So. Die sind Stufe 3, die sind DS 1. Die sind 3. Ja, schön. Da ist der Weiher, den kann man leider nicht einnehmen. Ach, blöd Orks. Nerven auch bloß rum. So, der Drache müsste das eigentlich ganz gut machen. Bisher sehe ich noch keine Gegner. Ich muss verhindern, dass ich durch irgendeinen Nonsens sterbe. Das geht nämlich so schnell. Einmal nicht aufgepasst, schwupps, bist du tot. Ja, genau. Der ist schon gefallen. Oha. Ja, genau zu sowas will ich eben nicht sterben. So, komm schon. Nice. Feuerball und Bums. Das haben wir eingenommen. Festung wird gebaut, damit man nicht komplett sterben. Ja, dann rennst du lieber so irgendwie lang. Na kommt. Rums. Der kann da weiterfliegen.
Diesen Safe. Wo sind die Katapulte? Das finden wir gleich heraus. Da ist ein Katapult. Okay. Baumeister jagen. Wo sind sie? Dort sind sie. So. Kommt schon, ihr feigen Mann. Niemand geht, bis wir hier fertig sind. Wir rösten sie später. Sieht eigentlich ganz gut aus. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Ja, das ist schon so gut wie geworden. Haltet euer Werkzeug bereit. Da dürfte nicht mehr viel schief gehen. Na, mal gucken. Wow, nice. Mal sehen, wie viel Feuerball gegen Belagerungswerkstatt macht. Beachtlich, beachtlich. Ich kann nicht klagen. Nice. Nice. Fehlt nur noch das Türmchen. Geschafft. Alles klar. Gut. Dann beenden wir den ganzen. Die ganze Phase noch. Arnok hört mir immer noch nicht. Ich hab noch Vorrot-Weiß. Aber Eriador wird auch noch dauern. Ein bisschen zumindest. Alles klar. Dann machen wir gleich einen Doppelsave auf die Save-Stats. Gut. Also, dann, wie immer, bedanke ich mich bei jedem, der zugeschaut hat. Vielen Dank. Wie immer hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Anregungen, Kritik, wie immer in die Kommentare. Und das nächste Mal geht's dann weiter und ich habe echt keine Ahnung, wie ich diese Armee hier weghauen soll. Ich meine, da sind zwar viele Truppen dabei, die gar keine Einheiten haben. Hier zum Beispiel Theoden, da, was ist das, Glorfindel, Tal, Prinz Brand Typ und die Hälfte hier ist schwach, Saruman, hat nix. Aber das sind halt 5 Spieler mit geballter Wucht, die da so reinkrachen, keine Ahnung. Wird schwer, wird sehr schwer. Ich denke mal, dass ich da Gorkli und Kankra zusammen mit einer stehenden Truppe brauchen werde. Und selbst dann wird es schwierig. Ich habe jetzt tatsächlich Plus. Das heißt, ich kann bald anfangen, Festungen und sowas zu bauen. Hier Schatzlager und Höhle. Aber wird noch dauern. Der Held hier hinten kommt leider gar nicht mehr zum Tragen, obwohl er eigentlich ziemlich gut ist. Wer weiß, vielleicht schiebe ich den... Warte, das mache ich jetzt gleich. Nachher vergesse ich das wieder. So. Und ja, also beim nächsten Mal sehen wir dann, wie es weitergeht. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und macht's gut. Bis dann!